Einer zu viel im normalen Trakt und einer zu viel im hohen Sicherheitstrakt. Ja. Und damit starten wir, dass wir hier zu viele Gefangene haben. Irgendwie müssen wir entweder mehr Zellen bauen oder mehr Zellen bauen. Na gut, also hoher Sicherheitstrakt. Das ist nicht die höchste Stufe, die hat bisher noch kein Problem. Wir können ja mal gucken, ob wir vielleicht jemand haben, der gewillt ist. Ja, einer ist hier gewillt, aber ja, bisher sieht es nicht so aus. Da haben wir sogar 3 Zellen zu wenig. Das ist natürlich ärgerlich. Aber gut, wir lassen es mal erst einmal blinken. Und schauen, was wir hier letztes Mal eigentlich alles gezaubert haben. Wir haben ja hier den psychisch kranken Trakt. Da passen gerade 14 rein. Das ist eigentlich soweit okay. Hier die Schutzhaft, die ist auch okay. Und hier haben wir ja ein bisschen verschönert das ganze Feld. Und hier haben wir ein paar neue Gefängnisse gebaut. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, ob hier der Einsatz... Ja, das stimmt sogar. Und wir haben hier noch, wie viel haben wir denn hier? 60. Normal. Okay. Ich glaube, da können wir sogar noch ein bisschen was bauen. Machen wir doch mal. Machen wir doch mal. Nehmen wir hier doch. Wie viel könnten wir? 2 wahrscheinlich, oder? 2 könnten wir wahrscheinlich noch bauen. Oh, hier ist unsere Wäscherei, die ohne Strom ist. Ja. Strom wäre natürlich vonnöten. Wenn man waschen möchte. Und dann machen wir das hier erstmal schöne Wände. Haben wir auch noch keine schönen Wände. Guck mal an. So, hier. Machen wir hier auch mal noch. Machen wir bis hierher. Oh. Nee, das wollen wir natürlich nicht. So, so will ich das haben. So, und hier machen wir auch noch eine Wand rein. Und dann schauen wir mal, dass wir hier noch mal ein bisschen kleine weitere... Passen da 2 rein? Ich bin mir nicht sicher. Oh, die passen da genau rein. Das ist ja wunderbar. Machen wir da noch 2 rein und hier bauen wir mal die Wände ab. Können wir eigentlich auch hier so abreißen. So, dann haben wir doch da wieder ein bisschen was geschafft. Und dann hätten wir auch 2 für die normale Sicherheit, 2 mehr. Die bräuchte man sowieso, das ist okay. Die hohe Sicherheit, da wollen wir doch mal schauen. Da haben wir es nämlich ein bisschen enger gehabt. Das wäre dieser Block hier. Und da haben wir gar nicht so viele Möglichkeiten, weitere Zellen zu bauen, außer vielleicht hier. Da müssen wir aber den Gemeinschaftsraum wieder umbauen. Na, dann würde ich doch sagen, wir lassen das mal so und hoffen einfach, dass irgendwann für die Jungs Zellen frei werden. Ja, genau. In der Zeit können wir was machen? Das wäre jetzt eine gute Frage. Was machen wir in der Zeit? Wir schauen mal, was die hier noch alles benötigen. Okay, Freiheit, Barbary. Okay, die wollen auch sich die Haare schneiden lassen. So wie alle, ne? Ja, ja gut. Kann ich verstehen. Dann bauen wir doch da oben ein Barbary rein. Nehmen wir einfach das hier mal und bauen das hier hin. Ja, genau hier hin. Und bauen da noch ein bisschen Betonplatten. Da können wir ja auch mal die Betonplatten einfach jetzt hier rüberziehen. So, dann haben wir hier noch Betonplatten. Machen wir da gleich die Versorgung, dass wir das dann nicht vergessen. Ja, da muss einfach Strom hinein. So, das würde ja schon reichen. Haben wir auch. So. Als nächstes wäre die Frage, wie machen wir weiter? Wir könnten jetzt natürlich hier oben weiter ausweiten oder wir bauen das komplette Ding hier um und geben den hier ein bisschen mehr Platz oder wir erweitern nach rechts. Ja, das ist jetzt alles eine sehr gute Frage. Oder wir bauen hier unten erstmal noch ein Hoch. Das mache ich auch mal. Dass wir hier noch eine Umfassungsmauer bauen. Bis hierher. Denn was wir ja nicht gebaut haben da drauf, ist der Stacheldraht. Ne?
Der Stacheldraht haben wir vergessen. Stacheldraht. So, den müssen wir natürlich drehen. Dann mal schauen, wo wir hier keinen Stacheldraht haben. Ich glaube, hier, genau. Hier sieht man es auch. So, da muss überall noch Stacheldraht drauf. Und auch hinunter Stacheldraht. Da gibt es bestimmt dann wieder Flecken, wo wir es noch nicht haben. So, fahren wir einfach mal so hoch. Da haben wir noch ein eins gehabt. Okay, dann haben wir da, kann man da auch überall Stacheldraht drauf machen. Überlege ich gerade. Wenn ich jetzt hier Stacheln. Können wir mal testen im ganz hohen. Hier. Hier irgendwo, oder? Ja, da kann man wahrscheinlich auch Stacheldraht hinmachen. Gibt es hier Randale oder wie oder was? Familie, Luxusgüter. Haben die doch, die haben doch hier einen Barbershop. Wir haben einen Barbershop. Aber bisher ist es noch immer noch ganz ruhig hier. Ich bin ja immer noch begeistert, wie ruhig das Gefängnis ist. Hier können wir wieder zumachen. Genau, da kommen jetzt ein Haufen LKWs. So, unser Lager, füllt sich es oder füllt sich es nicht? Also hier sind jetzt mal Pfirsiche. Wir haben hier noch ein paar Tomaten, aber so richtig füllt sich das anscheinend nicht. Ja, was wir für die hier vielleicht noch tun können. Sag mal, ist jetzt hier eigentlich mal Strom angebunden oder nicht? Es blinkt immer noch. Warum? Jetzt blinkt es nicht mehr, oder? Ach, Wasser. Wasseranschluss. Natürlich der Wasseranschluss. So, wo haben wir denn Wasser? Ach, hier. Guck, nehmen wir doch von hier das Wasser. So. Wasser brauchen die natürlich auch. Also sonst können die da ja nicht arbeiten. Schauen wir mal in die Logistik, Gefängnisarbeit und hauen hier mal schön Arbeit rein. Hier haben wir immer noch Mauern. Komische. Ah, die werden noch gebaut. Okay, alles klar. Ja klar, die sind jetzt natürlich auch schwer beschäftigt. Vor allem wahrscheinlich mal wieder hier unten. Dann später. Da haben wir ja noch einiges vor. Hier oben. Da ist auch schon wieder Randale. Da hat er ein bisschen hier durchgedreht. Dabei ist es alles so schön gepolstert hier. Aber sie essen. Ja, nur die Wäscherei. Eine zweite Wäscherei wäre halt schon gut. Hier ist auch ziemlich was los. Ich glaube, mir reichen die Arbeiter so langsam nicht mehr. Was hat er hier vor? Ah, er wollte durchdrehen, aber... Er dreht durch. Wir holen mal ein paar Wachen, glaube ich. Wachen. Vier Wachen sollten reichen. Ja, dann schauen wir mal, wie viele Wachen wir eigentlich haben. Vielleicht können wir ein paar noch einstellen oder mal ein bisschen gerade hier die Zahl machen. So, jetzt. Sehr schön getroffen. Ich glaube, wir stellen noch ein paar Bauarbeiter ein. Geld haben wir. Daran dürfte es nicht mangeln. Am Geld. Jetzt, wo unser Gefängnis so groß wird und immer größer wird, können wir auch mal ein bisschen Geld ausgeben. So, schauen wir mal hier rein. Hier haben wir noch zwei leere Räume. Schauen wir mal da oben rein. Wie viel haben wir da? Niedrige Sicherheit. Passt ja alles. Okay, jetzt schauen wir mal, ob wir hier... Ne, die sind noch nicht lang nicht bereit hier, die Jungs. Schade. Da irgendwas verteilen können. Er ist bewusstlos. Und es blinkt immer noch fröhlich. Also, ja, normale Sicherheit haben wir immer noch zu viel. Einer wurde jetzt entlassen dort wohl. Oh, jetzt geht's. Jetzt haben wir es korrekt. Jetzt haben wir es korrekt.
Okay. Also, Geld haben wir genug. Was machen wir? Bauen wir hier noch ein bisschen aus. Ich würde ja hier gerne noch ein paar Zellen drin haben. Ich wüsste nur gerade aktuell nicht wo, sonst müsste ich das wieder alles abbauen hier. Ich könnte auch nach hier hinten erweitern oder hier noch irgendwas machen. Ich glaube, ich gebe denen hier noch einen Garten. Oder? Wir schauen mal in die Programme rein, wie das eigentlich mit den Programmen ist. Die Programme. Also, das passt ja eigentlich alles. Das passt auch. Die Tischlerlehre ist auch okay. Grundlagenbildung, können wir da noch was dazu nehmen? Nein. Aktuell nicht. Verhaltenstherapie. Ja, Bewährungsanhörung kann man so lassen. Das kostet uns nichts. Geistige Führung. Solarpanels. Nein. Okay. Psychiatrische Beratung. Arbeitssicherheit auf der Farm. Das ist halt. Aber nicht viel. Okay. Konfliktbewältigung. Können wir auch nichts mehr machen. Und Konfliktbewältigung läuft über. Über was läuft denn die Konfliktbewältigung? Ah, okay. Im Besprechungsraum. Ich glaube, wir haben aber für jeden Block haben wir einen Besprechungsraum. Ja. Wie oben haben wir keinen. Okay, da haben wir keinen, aber hier haben wir einen und auch hier haben wir einen. Da haben wir sowieso alles drin. Oh, hier, ja, sollte man noch Versorgung machen, wenn wir schon da sind. Wir sollten mal die Wasserversorgung auf jeden Fall. Ziehe ich bis hier raus. Das hier auch. Dann bauen wir nämlich das hier ab. So, das hier ab. Das und das auch ab. Dann mache ich hier. Nee. Mache ich hier. So. Und dann machen wir hier halt dann noch ein Rohr dazwischen, wenn das dann hier fertig ist. So, fast klar. Dann machen wir das so jetzt. Der baut ja dann alles ab. Von dem her, Wasserleitung und Stromleitung auf einer Ebene ist ein bisschen schwierig. Mal beim Abbau, ne? Sonst geht's, sonst ist ja im Normalfall kein Problem. Aber wenn das hier wie hier jetzt abgebaut wird, jetzt hört er natürlich gerade auf da. Na komm, dann machen wir das hier auch gerade weg, dass es nach was aussieht. Und dann schauen wir mal, lassen wir mal ein bisschen schneller laufen. Vielleicht hat da einer Lust dran zu arbeiten. So, jetzt müssen wir hier noch eine kleine Wasserleitung legen. Dann müssen wir hier wahrscheinlich wieder eine Stromleitung legen, genau. So. Und jetzt ist alles unterbrochen, ja, wegen einer Leitung. Das ist natürlich nicht so schön. Das jetzt nur wegen dem hier. Da blinkt es schön. Ist wie an Weihnachten jetzt. Na, wo ist unsere Leitung? Jetzt haben wir wieder Strom. Zumindest auf der linken Seite. Und wenn wir hier jetzt noch Strom bekommen, dann kriegen die da unten auch wieder Strom. Tada! Und jetzt gucken wir mal, jetzt schauen wir mal, was wir für einen Verbrauch haben.
Sehr lachhaft. Lachhaft, sage ich da nur. Damit haben wir mehr als abgedeckt. Oh, hier ist ein kleines Zettelchen. Nehmen wir natürlich mit. So, dann machen wir hier auch noch einen Satz. Da müssen wir nämlich schauen, dass das hier ja auch nur... So. Die normale Sicherheit betrifft. So, sehr schön. Dann haben wir doch wieder ein paar neue Zellchen. Und müssen eigentlich gar nicht viel machen. Jetzt müssen wir hier, schaue ich mal rein, Grad der durchschnittlichen Gesundheit. Wer sich um das Wohlergehen von Häftlingen und die Behandlung von Suchtkranken kümmert, kann den Grad der durchschnittlichen Gesundheit im Gefängnis erhöhen. So, und da es hier Minus ist, ich denke mal, wir müssen ins Plus, gehe ich jetzt mal schwer von aus. Kompetenz ist ein wichtiger Faktor für die Besserung. Wer seine Häftlinge mit Jobs versorgt, erhöht den Grad. Ja, gut, also mehr Jobs kann ich fast nicht anbieten, ey. Ja. 97%. Aber das hier könnte ich vielleicht noch ein bisschen erhöhen, wenn wir weitere. Oh, genau, was hier fehlt, sind Wäschekörbe. Fällt mir gerade ein. Denn das trennen die ja auch. Eieiei, Wäschekörbe. Na gut, dann geben wir den doch mal hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Wäschekörbe. Müsste eigentlich reichen. Haben wir hier einen Tunnel? Haben wir hier einen Tunnel? Scheint so. Dann gehen wir mal wieder auf Tunnelsuche. Oh, der hat ja hier fieses Besteck in der Hand. Junge, Junge. Tunnelsuche. Machen wir doch. Machen wir doch Tunnelsuche. Im niedrigen Sektor. Der niedrige Sektor wird der Tunnel. Ja, da haben wir schon ein kleines Schäufelchen gefunden. Scheren. So schnell überfüllt es unsere normale Sicherheit. Alkohol ist jetzt nicht so tragisch. Der Tunnel wird gefüllt. Ja. Mehr scheint es da gerade nicht zu geben. Oh, jetzt. Ja, kaum ist man weg. Kommt schon der nächste Tunnel. Na dann füllen wir halt auch diesen. Doch noch einen Tunnel gefunden. Tunnelsuche hat immer zwei Vorteile, ne? Wir finden, wenn wir Glück haben, einen Tunnel und wir räumen ein bisschen auf. Was man hier sieht, Scheren und Kelle und Hammer. Das gehört natürlich gar nicht hier rein. Das sind Drogen, ja, okay. Das ist wohl immer mal wieder im Umlauf, aber alles andere muss nicht unbedingt hier in unserem Gefängnis sein. Hier hätte ich schon noch ein bisschen mich vor. Ich weiß gar nicht, wie viel können wir denn, wenn ich das hier, wenn ich klone, wie viel kann ich denn klonen? Kann ich so einen ganzen riesen Block, ich kann den ganzen Block klonen, okay. Okay. Ich kann so einen ganzen Block klonen. Das kostet mich aber wahrscheinlich wahnsinnig viel Geld. Aber wir haben ja eigentlich genug Geld. Also könnten uns groß erweitern. Aber hier haben wir auch noch einen ganzen Block, wo wir nichts haben. Aber wie gesagt, bisher ist es echt ruhig. Also wir haben wenig Tote. Da hatte ich in anderen Gefängnissen deutlich mehr Tote. 1,1 Millionen. Minus natürlich den Startzuschuss. Den hat man ja nachher nicht mehr, wenn man das zweite Gefängnis mit dem Geld sozusagen aufbaut. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Boden.
Betonböden bis hierher. So. Dann schauen wir hier mal noch mal rein. Sieht eigentlich alles gut aus. Ja, wir haben hier auch keine. Nichts mehr überlaufen. Wir haben ein bisschen mehr Zellen für die normale Sicherheit. Mehr aber auch nicht. Ja, und hier wird auch schon wie wild gearbeitet. Sehr schön. Ja, was soll ich sagen? Dann bedanke ich mich mal fürs Zuschauen. Wir werden mal sehen. Vielleicht habt ihr ja noch Ideen, was wir als nächstes machen. Was ist hier los? Der prügelt sich hier mit dem, ja, mit dem Krankenpfleger. Der Krankenpfleger hat gewonnen. Das war auch ein Häftling. Okay. Ja, und wir werden sehen. Sagt Bescheid. Vielleicht habt ihr Ideen, was wir als nächstes machen, was wir erweitern. Oder ob wir einfach nochmal so einen kompletten Block bauen sollen. Das wäre auch möglich. Vielleicht nochmal eine niedrige Sicherheit. Nur woanders. Oder ja, das wären auch Arbeitskräfte, ne? Naja, und tschüss.